LGs neuer B1 ist günstiger als seine Geschwistermodelle C1 und G1 und damit will er auch punkten. Trotzdem verspricht er, ein starker Allrounder mit einem runden Gesamtpaket zu sein. Ob er sein Versprechen hält und wo er vielleicht doch Abstriche machen muss, zeigen wir euch jetzt im Test. Der LG B1 ist die Nachfolgeversion des BX von letztem Jahr und die Verwandtschaft sieht man ihm auch deutlich an. Optisch ist er praktisch nicht von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Die Hauptneuerungen zum letzten Jahr sind die neuen Menüs im Zuge des frisch geupdateten WebOS 6.0. Außerdem gibt es mit der 77 Zoll Variante dieses Jahr noch eine zusätzliche Größe für die B-Serie. Im Vergleich zu den teureren Geschwistermodellen C1 und G1 sind die Unterschiede kleiner als der Preisunterschied vermuten lässt. Hier lassen sich als Hauptpunkte der etwas schwächere Bildprozessor und die etwas geringere Spitzenhelligkeit nennen. Außerdem unterscheiden sich die HDMI-Anschlüsse leicht, aber dazu kommen wir gleich. Was das Äußere angeht, unterscheidet er sich vom LG C1 in erster Linie im Standfuß, der im Vergleich wesentlich leichter und kompakter ist. Dafür ist er aus Kunststoff statt aus Metall und lässt den TV so etwas weniger wertig wirken. An Anschlüssen ist der B1 ähnlich gut ausgestattet wie seine Geschwistermodelle. Mit 4 HDMI-Schnittstellen, von denen 2 auf HDMI-Standard 2.1 sind, ist er sowohl für aktuelle Spielekonsolen als auch für Soundanlagen gut ausgerüstet. Allerdings sind wie gesagt nur 2 Anschlüsse mit HDMI 2.1 ausgestattet. Hier solltest du also schauen, wie viele Geräte du gleichzeitig anschließen willst, die davon profitieren könnten. Was die Bildqualität angeht, trumpft auch der B1 mit den OLED-typischen Stärken. Also perfekte Schwarzwerte, messerscharfe Kontraste und dazu noch ein sehr weiter Betrachtungswinkel. Auch der B1 spielt, was das Bild angeht, also ganz oben mit. Nur in der Spitzenhelligkeit muss er etwas einbüßen. Die ist etwas niedriger als bei höherwertigen OLEDs oder den QLED-Topmodellen. Für einen abgedunkelten Raum empfehlen wir den Bildmodus Kino. Wenn dein Raum etwas heller ist, ist der Bildmodus Experte helle Flächen ein guter Kompromiss zwischen Helligkeit und natürlichen Farben. Bei Dolby Vision Inhalten empfehlen wir Kino Home. Wenn du hier noch AI Helligkeit einschaltest, passt der TV die Bildhelligkeit automatisch an deine Raumhelligkeit an. Wie wir schon in unserem Video zum C1 gezeigt haben, ist auch beim B1 die größte Neuerung das Update von WebOS 5.0 auf WebOS 6.0. Die auffälligste Veränderung sind die großformatigen Kachelbilder über der App-Leiste. Diese zeigen Streaming-Empfehlungen aus verschiedenen Apps wie Disney+, Apple TV und Co. Darunter ist die bekannte App-Leiste und darunter findest du direkt das Home-Dashboard für angeschlossene Geräte und Schnellzugriff auf häufig gesehene TV-Sender. Das Menü mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten wurde ebenfalls angepasst. Für neue Nutzer sollte die angenehm vereinfachte Strukturierung zu einer intuitiveren Bedienung führen. Wer schon einen LG TV hatte, wird sich etwas umgewöhnen müssen, danach kommt man aber mindestens genauso schnell durch die Menüs wie vorher. Die Fernbedienung, LGs sogenannte Magic Remote, hat sich auch etwas verändert. Hier findest du die neuen Tasten für Disney+ und die Sprachassistenten Alexa und Google Assistant. Die Start-, Stopp- und Pause-Tasten gibt es dafür nicht mehr. Deren Funktionen lassen sich aber auch als eingeblendetes Bildschirmmenü gut bedienen. Bei einigen Tasten offenbart sich übrigens eine zweite Funktion, wenn du sie länger gedrückt hältst. Die Zweitfunktion der Zifferntasten kannst du sogar selbst belegen. Anders als der C1 sind nur 2 der 4 HDMI-Anschlüsse mit HDMI 2.1 ausgestattet. In der Praxis sollte das den meisten Leuten aber genügen, um für aktuelle Spielekonsolen gewappnet zu sein. Der B1 unterstützt sowohl ALLM für den automatischen Gaming-Modus, VRR für eine variable Bildrate und 4K-Auflösung bei 120 FPS. Dank VRR-Funktion kann deine Konsole flexibel mit der Bildrate jonglieren, damit auch bei schnellerer Action die Gaming-Bilder stabil und flüssig laufen. Der geringe Input-Lag, den wir mit 13 Millisekunden gemessen haben, sorgt dafür, dass deine Eingaben ohne sichtbare Verzögerung beim TV ankommen. Und mit dem neuen Bildmodus Spieleoptimierer kannst du dein Bild außerdem an verschiedene Spielegenres anpassen. Kurz zu erwähnen ist das immer wieder diskutierte OLED-Einbrennen. Ein ernsthaftes Risiko sehen wir eigentlich nur für absolute Hardcore-Gamer, die mit demselben Spiel die Nächte durchzocken. Aber auch nur, wenn es immer dasselbe Spiel ist. Hierbei sind nämlich nur Bildelemente relevant, die immer an der gleichen Stelle angezeigt werden. Sobald du regelmäßig verschiedene Spiele zockst oder andere Inhalte auf deinem TV schaust, ist auch nächtelanges Gaming kein Problem. Zumindest fürs Bild. Auch Senderlogos sind nach unserer Einschätzung in der Regel unbedenklich. Wenn du dich genauer informieren möchtest, wie du Einbrenneffekte vermeidest, findest du in der Videobeschreibung den Link zu unserem ausführlichen Artikel zu dem Thema.
Zu einem guten Gesamtpaket gehört bei einem Fernseher natürlich auch der Klang. Hier können wir sagen, der B1 klingt für den Alltagsbetrieb wirklich ordentlich. Hier schneiden C1 und G1 allerdings schon noch etwas besser ab. Für wirklichen Tiefgang oder Stadionatmosphäre musst du aber auch bei diesen Modellen nochmal eine Anlage oder eine Soundbar dazu holen. In jedem Fall kann es zusätzlich helfen, wenn du die Einmessung mit Hilfe des Mikrofons an der Fernbedienung vornimmst, um den Klang optimal auf deinen Raum abzustimmen. Als Gesamtnote gab es für den LG B1 von uns eine 9,1. Seine Bildqualität ist OLED-typisch kaum zu schlagen. Das Panel ist zwar insgesamt etwas dunkler als das höherwertige OLEDs, man könnte aber sagen, dass Helligkeit als OLED-TV ohnehin nicht seine Kernkompetenz ist. Wer einen TV sucht, der vor allem in sehr heller Umgebung seine Stärken ausspielt, könnte sich beispielsweise mal den QLED QN90A von Samsung anschauen. Im Vergleich zu seinen höherwertigen Geschwistermodellen muss der B1 für den Preisunterschied aber kaum Zugeständnisse machen. Wer also mit 2 statt 4 HDMI 2.1 Anschlüssen auskommt und ein paar Abstriche beim Sound akzeptiert, kann auch getrost zum B1 greifen und ein paar Euro sparen. Was hältst du vom LG OLED B1? Ist er wirklich das starke Gesamtpaket, das er sein will, oder muss er doch zu viele Kompromisse eingehen? Schreib's uns in die Kommentare. Den Link zum ausführlichen Artikel stellen wir wie immer in die Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat und du auf dem Laufenden bleiben willst, freuen wir uns, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Auf Wiederhören!